Wie bereits gestern erwähnt, ist mir nicht nur die Wario-Armee begegnet, sondern mir ist auch das Pokémon Glurak zugeflogen. Und da es keinen Besitzer hatte, habe ich es einfach mitgenommen. Die Glurak-Amiibo erscheint auch diesen Freitag und sieht so aus. Ja, also zu Pokémon-Figuren gibt es ja entweder richtig, richtig schlechte oder doch ziemlich gute. Die Amiibo-Figur gehört zu den guten, aber nicht zu den perfekten Figuren. Einfach weil man hier halt schon wieder sieht, wie die einzelnen Teile aufgebaut sind. Ich meine, klar, es ist nicht möglich, einen Glurak in einem Guss zu produzieren, aber man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können, das irgendwie zu übermalen oder so. Gerade seitlich am Kopf sieht man halt da schon so einen Strich und das stört mich ein bisschen. Aber an und für sich kann man sich die holen und Fans werden es sowieso tun. Seine Flügel sind dagegen sehr, sehr geil. Das muss man schon echt sagen. Ich bin ja auch ein Fan vom Drachen, also warum denn nicht? Und die Besonderheit ist vielleicht noch, dass da am Schwanz noch das Feuer zu sehen ist. Aus Plastik, wenn ich das richtig erfüllt habe. Das Feuer. Das sieht auch ganz nett aus. Können ja kaum echtes Feuer dahin packen. Oder das wär doch cool, so eine Zigarette irgendwie so eine eingebaute zündest du an. Ja, wobei, es wird ja nur rauchen, ne? Ja, okay, komm. Labern wir nicht, registrieren wir ihn in Super Smash Bros. Außerdem würde das Rauchen fördern und das ist ja nicht gut. Und füttern wir ihn mit Random-Ausrüstung. Ich habe ihn übrigens Flugfeuer genannt, einfach weil ich ihn ein bisschen verarschen wollte. Er ist ja kein Drachen-Pokémon. Nur in seiner Mega-X-Form. Sondern Feuer-Flug. Ich habe ihn aber Flugfeuer genannt, weil ich fand, da kommt diese Verarschung noch ein bisschen besser zur Geltung. Ne? Armes Glurak. Oh je, was habe ich ihm denn da gegeben? Irgendwas, was seine Werte derbe pusht, aber womit er dann trotzdem mit 30% Schaden starten muss. Und er hat einen Custom-Move, diesen Flammenwerfer. Wird er bestimmt bald zeigen, oder? Das ist auf jeden Fall eine ziemlich fiese Attacke, weil, oh, nice Mewtwo. Er kann da halt wirklich von weiter Entfernung schon mit den Feuerflammen angreifen. Das ist so bitter. Es macht zwar nicht viel Schaden, aber das bricht die Attacken von Mewtwo halt sofort ab und drängt ihn wie hier leider auch an die Edge. Der Move ist echt fies. Aber Mewtwo hat's unter Kontrolle, oder? Oder? Holt Glurak nun doch auf? Oh, das Smash-Up ist natürlich schon ziemlich stark. Jetzt muss er es klug machen, einfach, ja genau, in die Luft werfen und dann hier das andere Ding ins Bällchen hinterher. Das war's dann meistens. Tja, Glurak hat gemeint, er hat eine Chance gegen Mewtwo, aber noch lange nicht. Da muss mehr trainiert werden.